Ein lohnender Ausflug am Gardasee ist ein Ausflug zum Monte Baldo. Wir sind von Malcesine aus auf den Berg gestartet. Der Monte Baldo ist ein Bergrücken und liegt zwischen dem Gardasee und dem Etschtal und ist 30 Kilometer lang, der zum Gebirgszug der Gardaseeberge zählt. Es ist möglich, zu Fuß den ca. 1770 Meter hohen Berg zu besteigen. Wir haben es vorgezogen, die zwei Gondeln zu nutzen und oben auf dem Bergrücken entlang zu laufen. Von der Mittelstation geht es dann rauf bis ganz nach oben. Mit Komoot haben wir die Route geplant und den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Anfangs war die Aussicht recht gut, doch dann zogen sich die Wolken immer weiter zu. Und auf geht's! Von der Bergstation aus sind wir zum Gipfel Cima della Pozzette und ist einer der höchsten Gipfel des Monte Baldo Bergrückens. Die Höhe ist mit 2132 Meter auf Wikipedia angegeben. Auch wenn die Wanderstrecke weder sehr lang ist, noch viele Höhenmeter hat, ist es teilweise felsig und für mich ziemlich anstrengend, den Gipfel zu besteigen. So, wir sind immer noch auf dem Weg. Es geht hoch und runter, aber nur immer kurze Passagen. Und von da ist das alles gut machbar. Gar nicht so einfach. Filmen, Kamera in der Hand und laufen. Schnee gab es auch noch. Bis hierhin ist der Weg gut zu laufen, aber das ändert sich dann und es wurde doch noch ein wenig anstrengend. Da oben ist der Gipfel. Also es geht dann oben bei den Bergrücken wieder ein bisschen runter und dann hinten bis oben ganz hoch. Und dann erreichten wir das erste kleine Gipfelkreuz. Erreicht. So, wir sind jetzt nicht ganz oben. Da geht es nochmal so richtig hoch und jetzt wird es immer schmaler. Und da habe ich keine Zeit, keine Lust mehr zu. Hier, das reicht mir. Und man kann leider nicht runter gucken. Die Sonne scheint ganz wenig durch die Wolken. Und wie hoch das jetzt noch geht und wie es weitergeht, das kann man von hier nicht sehen. Und irgendwann ist auch gut. Und das ist jetzt. Gesagt und Plan verworfen. Wir gingen weiter. Ich glaube, dieses Schneeding, was man eben sah, ich würde sagen, da geht es schon nochmal hoch. Aber dann ist man auch da. Hier ist anstrengend. Das geht anders wie eine ganze Ecke weiter. Also Scheiße. So, noch wenige Meter hoffentlich. Oh Gott.
So, wir haben übrigens das Gipfelkreuz erreicht. Wir sind doch bis oben hingelaufen. Wir hatten gedacht, es gibt Sonne. Bei Sonne. Aber ist nicht. So, jetzt geht's gleich zurück. Ich weiß nicht, wann wir bei der Gondel sind. Schauen wir mal. Aber es ist ein gutes Gefühl, auf dem Gipfel zu sein. Ja. Schnell ein bisschen aufnehmen. Wir können ins Tal gucken, von hier aus, aber auf die andere Seite. Das sieht ja nochmal ganz anders aus als die Suppe. Dann bekommt das hier noch eine viel bessere Lebendigkeit. So, der Rückweg geht eigentlich ganz gut, besser als gedacht. Ich habe das gut gehabt. Nkombaba hat noch ein paar Fotos gemacht. Und dann haben wir noch den wahren Chef der Berge gesehen. Und mit uns ging es dann auch bergab. Nach dem anstrengenden Lauf genießen wir die Abendstunden in Malcesine, schauen uns etwas um und trinken noch etwas. Einfach chillig. Moment. All the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ein paar Treppen zum Hochgehen. Und die Stimmung am Hotel war immer klasse. Abends konnte man einen tollen Sonnenuntergang haben. Life is only a mirror in every person that you meet. Und so war es eine herrliche Woche mit Venedig und dem Monte Baldo. Viele kleine Abenteuer, die einfach schön sind. Just be strong. Dann heißt es Abschied nehmen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Listen to the voices.